Es fühlt sich sehr seltsam an, dass ich euch das jetzt endlich sagen kann, aber der GTA 6 Trailer ist live. Rockstar Games wurde immer dazu gedrängt, dass sie etwas zu GTA 6 sagen. Jetzt haben wir den Trailer. Der Original-Trailer hat einfach nach 8 Stunden viele Millionen Aufrufe, wie ihr hier sehen könnt. Das ist insane. Und auch ich habe sehr viel GTA gebracht auf diesen Kanal. Sehr viel ausprobiert mit Mods, mit meiner Community zusammen. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass jetzt ein Trailer zu GTA 6 online gegangen ist. Denn auch dieses Game werde ich definitiv spielen. Wir gehen jetzt gleich rein in die Reaction. Ganz wichtig, hier steht auf jeden Fall, dass es nichts für Kinder ist. Und der Trailer ist nicht ohne. Aber er zeigt natürlich auch die heutige Zeit. Es ist sehr viel mit Livestreaming und TikTok-ähnlichen Plattformen integriert. Das finde ich sehr, sehr lustig. Und ich glaube, wir sehen vor allem auch sehr viel von der Story, denn die GTA-Games haben meistens immer einen Story-Modus und einen Multiplayer-Modus. Und das Spiel soll 2025 endlich rauskommen. Du kannst mir jetzt gerne mal deine Meinung zu GTA in die Kommentare schreiben, ob du das Game spielst, ob du dich freust und was du so zum Trailer sagst, ob es dich zum Kauf bringt oder ob du sagst, nee, interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dominiert bitte diese blöden Bots in den Kommentaren. So, lasst uns reingehen, Leute. Man muss ja sagen, Rockstar wurde so oft genötigt, was zu dem Game zu sagen. Und jetzt, die denken sich wahrscheinlich, hier, fress und lass uns in Ruhe. Und die Sachen, die geleakt worden sind damals von GTA, die sahen ja bei weitem nicht so gut aus, weil es eben noch in den Anfangsschuhen gesteckt ist. Und das muss immer sehr belastend sein für eine Gaming-Firma, wenn du etwas entwickelst und Leute leaken Dinge, die noch nicht fertig sind. Weil was wir jetzt sehen, ist crazy. Ich weiß bereits, in welcher City das ist. Ich werde es euch noch nicht sagen, denn es ist eine Stadt, die es so schon mal in GTA gegeben hat. Und ich kann euch nicht sagen, wie gehypt ich bin. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Und was mir direkt auffällt, es ist das erste Mal, dass in der Story, wie es gerade Lucia war, eine Frau mitspielt. So wirklich von Anfang an als Main Character. Falls ich mich täusche und es gab es beim anderen GTA, schreibt es mir rein, aber ich meine, es gab bis jetzt noch keine Frau in der Hauptstory direkt mit integriert von Anfang an dabei. Geil. Holy, sieht das nice aus. Das ist doch Gameplay, oder? Ich dachte gerade, die Anfangsszenen, okay, ja, klar, Szene, aber das ist doch Gameplay. Guck mal, wie krass hier die Haut auch glänzt. Und der Hund! Oh! Ja, sieht ja nice aus. Oh! Oh! Was war denn das? Hm, warum ist das denn nichts für Kinder? Muss aber sagen, diese Popacken sahen schon extrem gut aus. Können wir das nochmal zeigen? Ja, ist schon echt ein schöner Po, muss ich sagen. Geil. Ja, Leute, was bedeutet das hier wohl? Das Ganze wird in Vice City wieder stattfinden und GTA Vice City ist mein absoluter Lieblingsteil. Ich habe dieses Game rauf und runter gespielt und ich glaube, vielen von euch geht es auch so, dass euer Lieblingsteil GTA Vice City ist. Viele sagen auch San Andreas, weil man skillen konnte. Aber das finde ich mega geil, dass es da wieder zurückgeht. Ich werde in Nostalgie schwelgen, wenn ich diese City wieder abfahre und sehe, dass alles erneuert ist. Da freue ich mich schon mega drauf. Also richtig, richtig geil, dass sie das auch wieder zurückbringen. Oh Gott. Oh, der schöne Po schon wieder. Yeah, Livestreams. Ich weiß, wie es euch geht. Ich habe so ein bisschen Dead Island Feelings. Es erinnert mich sehr an Dead Island und es erinnert mich sehr an Dead Rising, weil alle so durchgeknallt und irre sind einfach nur. Was stand da gerade in Neighborhood? Wie geil, das ist so ein richtiges TikTok, ne, was viral geht. Neighborhood, watch, don't play around in Hamlet. Wie geil.
Geil. Also wie gesagt, man spielt als Main-Charakter einen Mann oder eine Frau, glaube ich mal. Finde ich cool. Finde ich mega nice. Und wir sind ein Paar. Geil. Mega geil. Richtig, richtig cool. Ich freue mich voll. Und wisst ihr, was ich mir immer gewünscht habe? Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, dieses Game wird es so niemals geben. Und zwar, dass man in GTA 7 die Möglichkeit hat, alle Hauptstädte der Welt zu bereisen. Wird es nie möglich sein, auch von der Datengröße her und dem Datenvolumen. Aber wie geil wäre es, wenn man in Berlin spielen könnte? Und dass es dort einen Flughafen geht und mit jedem Flughafen kannst du eine andere Hauptstadt. Oder so ein paar Hauptstädte der Welt. So GTA Around the World. Das wäre doch mega nice. Und das dann zum Beispiel auch, wenn du in Schweden bist, reden die Leute auch auf Schwedisch. Das wäre nice. Aber wie gesagt, ich träume stark in die Zukunft. Ich freue mich sehr auf GTA 6. Ja, ein vielversprechendes großes Paket somit. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du noch ein paar Infos zum Game, die ich jetzt nicht gewählt habe hier? Sag's mir gerne. Und vor allem bin ich auch auf den Multiplayer gespannt und was es wieder für verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man mit Leuten online spielen kann. Da gab es ja schon in GTA 5 super, super viele Optionen. Ich bin jedenfalls sehr gehypt. Ich freue mich auf deine Meinung und deine Kommentare und dann sehen wir uns gleich unten in den Kommentaren. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo und schreibt mal euren Hype unten rein. Vielen Dank und wir sehen uns in den nächsten Videos. Jeder guckt dir gern zu.